Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist mal wieder euer Maximus, ich begrüße euch zu Forza Horizon 4. Und wir werden heute mit dem Lambo ja im Winter mal eine Runde drehen. Und ich grüße erstmal alle, die da sind. Der Micha, Modok, der Gerd, der Boti. Das sind die ersten, die da sind und ihr seht schon. Ups, Auto weg. Ja, der ist ein bisschen verschneit, der Wagen, ne? Es ist kalt. Ja, Jack ist auch da. Und wir werden jetzt einfach mal ein bisschen hier im Winter fahren. Ihr wisst ja, dass hier alle, ich glaube jede Woche, sich das Wetter ändert. Und bevor wir hier gleich losfahren, gucken wir nochmal eine Sache an. Und zwar, das sind meine Punkte hier. Okay, das ist jetzt erstmal nicht ganz so wichtig. Aber ich will hier erstmal den... ein bisschen Geld sammeln, ne? 800.000 haben wir noch auf dem Konto und der Feldjäger ist auch da. Der Willi, der Manuel, der... Was? 4.000. Ja, gut. Wir schauen mal, ob wir was Schönes bekommen. Das heißt nicht, dass wir jetzt die ganze Zeit mit diesem Wagen rumfahren. Und bei den Autos, was gibt's denn da Neues? Ja, es gibt wieder ein paar Freischaltungen, die wir jetzt mal hier... in den Wagen einbauen. Und dann werden wir auch gleich sehen, dass wir... Ja, das... Komm. Gleich jetzt los. Wir sind bei auf S2. Wir werden den Wagen auf jeden Fall nochmal mal hochleveln. Wir sind 20 Mitglieder schon. Juhu! Stufe 6. Wir gucken mal, wo unsere Rangliste jetzt eigentlich ist. Wir waren das letzte Mal ja, bei 12.000. Gut, alles klar. Ich denke mal, das werden wir heute mal noch verbessern. Und wir schauen mal, ob wir hier irgendwo noch ein paar Straßenrennen haben. Wir könnten ja durchaus mal die ganzen Straßenrennen absolvieren. Hier oben sind noch ein paar. Juhu, also eine ganze Menge. Oh, Junge. Okay, lass uns mal hier hochfahren. Was ist denn das hier? Aha. Nee, wartet mal ab. Doch. Wir fahren jetzt mal da hoch. Ich könnte mal hier oben ein Haus gebrauchen. Hier, für 700. Ah, wir haben kein Geld. Hier haben wir auch noch ein Haus. Ah, auch wir haben kein Geld. 5 Millionen. Die sind doch wohl verrückt. Okay, dann lass uns mal hier oben hinfahren. So lernen wir noch den Wagen ein bisschen kennen. Wie er sich verhält. Und vielleicht sehen wir den einen oder anderen von euch hier auf der Strecke. Zwei sind ja jetzt momentan online. Zehn Kilometer haben wir auf der Uhr. Oh, ja. Ihr hattet mir auch gesagt, man kann irgendwie gucken, wer alles hier ist. Das machen wir gleich. Erstmal fahren wir noch ein Stück. Oh, trotz Winter liegt der verdammt gut auf der Straße. Der Winterdienst. Ich glaube, der Winterdienst ersetzt dann quasi den Traktor, ne, der hier rumfährt. Oh, Entschuldigung. War nicht meine Absicht. Oh, man sollte auf die Karte gucken. Und das wird langsam Nacht hier. Na, ganz großes Kino. Jojo ist auch am Schlüssel. Wir werden natürlich auch dann mal gucken, ob wir heute noch ein anderes Auto. Ich denke mal, so eine Stunde werden wir heute hier streamen. Und danach ist natürlich ein Päuschen angesagt. Und dann werden wir noch eine Runde Euro-Truck-Simulator machen. Obwohl ja heute noch ein anderes Spiel kommen soll. Dieses Truck Simulator, ne? Aber ich will für die Maxi-Gruppe noch ein paar Kilometer fahren. Ah, das Spiel ist schon echt geil. Schönes Ding.
So, nur noch 4 Kilometer. Na schön. Und los. Wir können mal ein Cockpit gehen hier. Hey, ich will es mit Lenkrad sehen. Oh, da kam jemand. Ich bin nicht alleine. Oh. Der ist echt. Ah, der hört sich auch cool an, ey. Bisschen gedämpft jetzt hier aus dieser Perspektive. Oh, oh nee, komm, wir machen wieder außen. Warte mal, warte mal, warte mal, hier war was. Ach, da ist es doch. Wenn wir hier schon unterwegs sind, dann will ich wenigstens die Sache hier mitnehmen, ne? So, die Feuerwehr ist auch wieder am Schlüssel. MK auch. Der RIP auch. Gut. Ich kann nachher den nicht mehr großartig, wenn ich ein Rennen habe, auf gewisse Sachen eingehen, weil, ja, da bin ich überfordert. Warte mal, hier ist auch noch was. Hier. Eieieiei. Kann ich hier durchfahren? Ja. Wo führt denn der mich eigentlich hin hier? Okay, lass uns die erste Veranstaltung machen. Und da ist er. Wie sieht's aus? Wollen wir heute eigentlich auch noch die anderen Veranstaltungen machen bezüglich das Halo-Event? Oder es gibt ja hier diese zusätzlichen Events. Könnten wir durchaus auch noch machen. Und jetzt lass die Spiele beginnen. Im Winter mit so einem Sportwagen. Vielleicht. Ach, guck mal, hier ist der Micha. Da ist er ja, Micha. Und der eine oder andere wird sich vielleicht auch noch hier sehen. Oh. So, ein bisschen Konzentration hier. Da werden wir mal den Ronny überholen gleich. Ja, so macht man das. Ich denke mal, von Schwierigkeitsgrad ist das für mich vollkommen ausreichend. Ich glaube, Experte habe ich, ne? Habe ich Experte oder sehr erfahren? Ich weiß gar nicht. Ah, ein bisschen zu doll auf die Eisen. Ah, doch, wir müssen Runden fahren. Fast die Mülltonne mitgenommen. Ah, bisschen später angebremst. Oh, an der Stelle kann ich eventuell überholen, aber. Und hier wieder. Was ist denn das für ein. Ist das ein Bugatti vor mir? Was? Bier und Maximus und Spaß dabei? Oder wie? Oh, der Bugatti da vorne. Vielleicht gewinnen wir den ja irgendwann mal. Der würde mir. Oh, auch ganz gut. In meiner Sammlung passen. So, jetzt haben wir ihn. War ein bisschen mit der Brechstange, aber. Muss mal los sein. Wir dürfen auf jeden Fall keinen Checkpoint irgendwie verlieren, weil ich habe die Rückspulfunktion. Oh, deaktiviert.
So, da vorne müsste das Ziel sein. Wow, cool. So, also, da sind ja schon einige Leute. Der Nick, der war auf jeden Fall mit dem Bugatti. Chiron heißt er, wahrscheinlich, ne? Was? So, also, wir haben hier schon einige Leute, die hier aus meiner Crew dabei sind. So, dann würde ich sagen, vielleicht ist der eine oder andere auch hier jetzt im Livestream dabei. Und danke erstmal für 18 Daumen, meine Freunde. Und achtet mal drauf, ob dieses Spiel heute noch rauskommt, dieser Truck Simulator. Das wäre mal ganz interessant zu wissen. Ob ich mal einen Innenraum fahren kann. Ich kann ja mal ein bisschen was probieren. So, wir haben hier noch ein Rennen. Kann ich ja gleich mal probieren aus dem Innenraum. Wenn ich es nicht schaffe und irgendwo gegenknalle, dann muss ich leider wieder nach außen schalten. Weil da fehlt irgendwo ein bisschen die Rundumsicht, ne? Oh. Jetzt wusste ich wieder nicht, wo die Handbremse ist. Jedes Spiel hat irgendwo die Handbremse woanders. So. Solo. Hallo zusammen. Und der Bugatti steht wieder vor der Tür. Und dann werden wir mal in die Innenperspektive wandern. Oh. Oh. Eieieiei. Ah, die machen da ganz schön Banane. Ja, ist halt immer noch schwieriger zu sehen, wo jetzt die Kurven, wo vielleicht doch noch ein bisschen besser ist mit Bremsen. Ich habe zwar die Bremslinie drinne, weil sonst würde hier gar nichts gehen bei mir. Aber ich muss wirklich sagen, dass ich aus der Außenperspektive besser spiele. Ah, da komme ich nicht ran. Hey, komm. Ich hab's probiert. Oh. Komm, Baby. Ja, ich komme nicht vorbei. Da vorne ist der schon ganz schön weit weg. So, jetzt habe ich freie Fahrt für freie Bürger. Vielleicht kann ich jetzt meine Power ein bisschen ausnutzen. Aber ich glaube, das ist schon zu weit weg, der Gegner vorne. Wir müssen den Wagen sowieso noch ein bisschen auftunen. Das kommt alles noch. Ah, zu doll gebremst. Ja, gut. Wir sind Zweiter geworden. Manchmal gewinnt man nicht immer, ne? So. Also, ich weiß nicht, ob man genau Xbox Live braucht, aber ich habe gehört, dass man das eventuell braucht. Ja.
Und deswegen kann ich auch jedem nur empfehlen, ob das Spiel funktioniert oder nicht. Das ist halt immer ja, komponentenabhängig oder ihr habt irgendwo einen Haken falsch gesetzt, dass er halt irgendwo keine Verbindung hat und und. Probiert einfach mal die Demo aus. Ja, wenn das funktioniert, dann sollte das Hauptspiel auch gehen. Und jetzt machen wir erstmal dieses Rennen und dann müssten wir eigentlich. Doch, dann müssten wir eigentlich alle dieser Fährst Rennen du hier. gerne Schlittschuh? Oh. Tja, ich auch nicht. Aber unten am See soll noch ein verlassenes Auto stehen. Oh. Treffen wir uns dort? Ja, können wir machen nachher. So. Ach, wo, was wollte ich jetzt sagen eigentlich? Nach dem Rennen werden wir erstmal wieder runterdüsen. Na, was ist denn los hier? Und unser Auto tunen. Überlegt mal, ihr fahrt mit so einer Karre hier, volle Pulle hier durch, ja, irgendwie England oder überhaupt durch eine Stadt. Der brüllt ja so dermaßen, ja. Also, Gaffi sagt, ja, man braucht es. Für PC weiß ich nicht. Und da, für PC braucht man es nicht. Okay, alles klar, danke dir für die Info. Wusste ich jedenfalls noch nicht. Jedenfalls, Sony hat das Problem, und ich habe auch von anderen gehört, die haben sich's runtergeladen. Und wenn sie denn auf quasi die App drücken zum Spielen, dann geht es kurz auf und dann wieder zu. Und dann passiert nichts. Das ist irgendwo ein bisschen komisch, ne? So. Da ist der Moses. Ah, gleich mal überholt hier. Ey, ich war ja total irritiert, weil mir was entgegenkam. Ah, jetzt haben sie natürlich einen ordentlichen Vorsprung, ne? Wenigstens Dritter möchte ich werden. Komm, zieh, 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 zieh. Aber wenigstens die Stadt auch mal ein bisschen erkundet, ne? Ah, wir kommen ran. Jetzt geht's wohl ein bisschen raus hier aus der City. Ja, schön. Oh, was hat denn der gemacht? Runtergeschalten? Der Bugatti macht richtig Banane. Oh! Junge, 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 da sind wir be da sind wir beide dagegen geknallt. Ja, da Handbremse wollte er jetzt nicht so richtig. Oh, komm. Da hinter mir sind sie. Oh, da zieht er mir weg. Shit. Jetzt habe ich natürlich Winterreifen oben. Oh nein, kurz vorm Ende. Der zieht mir weg. Der zieht mir weg. Nein. Ach Mann. Das ist ärgerlich. Windows 10? Ja, man braucht auf jeden Fall Windows 10, sonst geht es sowieso nicht. So, Police hat mich, ja, wegeliminiert. Moses ist eigentlich auch in Maxi drin, aber er hat das Spiel bis jetzt noch nicht gestartet. Er ist ja noch unterwegs, ne? Ah, ob er jetzt ein bisschen mehr PS hat, ich weiß nicht. Wir werden jetzt erstmal ordentlich zum Tuning fahren. Aber bevor wir zum Tuning fahren,
Stufe 44. Jetzt ist schwarz. Ach, gut. Gucken wir mal. Ach, guck mal hier. Wenn wir schon mal hier oben stehen, dann können wir doch gleich das nächste Rennen nehmen. Na logisch, wir machen jetzt richtig Kohle für den Verein hier. So wie bei CML, ne? Ja, bezüglich CML habe ich jetzt die Links für SpitV nochmal aktualisiert. Sollten eigentlich funktionieren. Also ich habe jetzt noch keinen drinne. Aber später dann. So, illegales Nachtrennen. Mit so einem Sportwagen im Schnee. Ist bestimmt nicht gut. Porsche werden wir uns auf jeden Fall auch noch holen. So, ich habe ein bisschen mehr Einfluss. Oh. Ah, Mann, ey. Ich wusste nicht, wohin jetzt. Ja. Warum fahren hier Autos? Nee, das wird nicht. Naja, da werden wir wahrscheinlich wirklich nur Sechster. Aber man muss ja nicht unbedingt überall Erster werden, das ist das Gute. Trotzdem hat man es ja abgeschlossen. Aber umso weniger Geld bekommt man, ne? Das ist natürlich, klar, aber erstmal ist für mich wichtig, so viel wie möglich Rennen hier zu absolvieren. Ach, ey. Meine Güte, ich gucke auf das Rote oder auf das Auto daneben und dann gucke ich nicht nach vorne und dann auf einmal ist hier so ein Rotzlöffel. Ah, wir kommen wieder ein bisschen ran. Wir kommen wieder ran. Ja, ich denke mal, diese illegalen Rennen werden wir mit anderen Autos machen. Oh, 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 oh. Oh, danke für dein Abo. Oh, nein. Habe ich jetzt Checkpoint? Ja, toll. Na, toll. Kann ich nochmal machen. Neu anfangen. Danke für dein Abo. Ich konnte jetzt nicht sehen, wer dabei ist. Weil ich habe keine Zurückspulfunktion, ja. Im Schnee ein Lambo? Na logisch, geht alles. Benny, das geht alles. So, jetzt kannst du noch besser werden. So, jetzt. Wir wollen Geld machen. Und jetzt muss ich echt ein bisschen auf die Fahrzeuge achten, die vielleicht vor mir fahren. Und der nächste hat mich abonniert. Danke dir, ich kann leider nicht gucken. Lob und Anerkennung für euch alle, die jetzt neu bei Maximus sind. Ihr könnt natürlich alle auf die oder in die Crew kommen, wenn ihr selbst noch keine gefunden habt. Oder in den Forza Club hier. Kann durchaus sein, dass man sich hier irgendwo mal sieht. Ich glaube, 2000 Mitglieder ist sowieso Schluss. Wir haben 20. Das ist, wir sind fast voll. Komm. Die Hälfte haben wir. Oh! Nein! Ach, hör auf, Mensch. So, was ist so? Ach, wenn der per Ziel... Ja. So. Radio! Nee. Radi.
Du. Radio. Ich muss nochmal machen, Mensch. Manchmal ist das wirklich blöd, wenn man keine Rückpulfunktion hat, ne? Alle guten Dinge sind drei und wenn wir jetzt verkacken, dann lassen wir das. Dann fahren wir das Rennen mal mit einem anderen Auto. Irgendwann mal. Vielleicht sollte ich auch mehr die Klappe halten. Und auf die Karte gucken. Ja. Aber man denkt immer, das geht noch ein bisschen, ne? Ah, ja, nicht so auf den Schnee kommen. Oh. Kam mir vor, als wenn es da ein bisschen glatt würde werden. Oh. War wie driften jetzt ein bisschen. So, wir sind jetzt da vorne in dem Pulk drinne. Hinter uns haben wir ein bisschen Luft. Und jetzt kommt die Kurve, die wir jetzt gerade so richtig schön verkackt haben. Ah, da hat einer am LKW gegangen. Wir sind auf Platz 3. Ich denke mal, Platz 3, damit wäre ich auf jeden Fall zufrieden. Die bekriegen sich da vorne selber. Hihi. Oder hi. Danke für dein Abo, mein Freund. Ihr seid großartig. Und ich hätte jetzt nie gedacht, ich sag jetzt mal, für mich ist es schon gut, wie Forza ankommt, weil es ist jetzt kein typisches Spiel bei mir hier auf dem Kanal. Aber mir macht das halt Spaß und es wird natürlich dann irgendwann mal wieder ein bisschen ruhiger, aber ich möchte gerne hier so viel wie möglich Livestreams machen von Forza, weil das ist für mich auch so ein typisches. Oh. Oh. Leck mich doch am Arsch, ey. Jetzt mach ich's nochmal. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Oh. Ey, ich war so gut, ey. Und dann muss diese Karre rausschlittern. Kurz vor Ende, ey. Wir hatten schon 90% fast. Das kann nicht wahr sein. Kennt ihr das auch, wenn ihr manchmal tausendmal irgendwas anfangen müsst? Sonst mache ich die Rückspulfunktion mal rein hier bei dem Rennen hier. Für meine Doofheit hier. Oh, Baby, komm. Also, wie gesagt, heute noch mal eine Runde Euro-Truck-Simulator. Natürlich Multiplayer. Wir werden wahrscheinlich wieder auf dem Euro-1-Server unterwegs sein. Wann das sein wird, 18 oder 19 Uhr. Müssen wir mal gucken. Oh, nicht so weit rauskommen. Jetzt sind wir auf Platz 5, ey. Am wenigsten auf den dritten Platz will ich kommen. Oh, der ist zum Glück weggefahren. So, da vorne kommt diese scharfe Kurve. Oh, ey. Oh. Ganz toll. Ich habe gestern noch eine Runde Assetto Corsa aufgenommen. Das wird wahrscheinlich morgen kommen. Da gab es ja jetzt ein neues Update. Eine neue Strecke, ein neues Auto, diesen Bentley Continental. Und da habe ich auch ein Rennen gemacht und ey, ich habe nur Pech mit der KI gehabt. Die sind mir nur immer reingeprügelt. Ich will jetzt lieber ein bisschen vorsichtiger fahren, denn egal, dann bin ich auf dem vierten oder fünften Platz.
So, jetzt kommt die Kurve, wo ich gerade rausgeflogen bin. Kann ich da nochmal irgendwie überholen? Nee, egal. Wir haben es geschafft. Puh, da kann man schon mal ein bisschen verrückt werden. Gut, die Autos vor mir waren auch ziemlich, mit einigen Punkten über 30 Punkte besser, ne? Egal. Wir legen los. Ja, seitdem hast du ja Rückspur. Ja, ich will ja ein bisschen Punkte machen. Ich habe ja jetzt nicht so viel Zeit. Ja gut, wenn ich 10-mal das Rennen mal anfange, dann ist das Gleiche, ne? Okay, wo sind wir denn eigentlich? Wir sind jetzt hier. Okay, wir könnten jetzt Richtung Heimat fahren oder wir fahren nochmal... Hier ist ein Häuschen. Wie viel Geld haben wir? 900.000. Das habe ich in Besitz. Warte mal. Wir sind ja hier in der Gegend. Lass uns mal dahin fahren. Wir machen jetzt mal ein Super-Event. Das Halo-Event. Fährst du quer, siehst du mehr. Ist wahrscheinlich doch nicht der optimalste Wagen jetzt für die Winterzeit. Dann müssten wir uns dann mal überlegen, ob wir hier eventuell noch andere Autos uns besorgen. Ah ja, ich war auf jeden Fall bemüht. Warte mal, hier müsste jetzt irgendwo muss hier wieder eine Scheune sein. Ich werde die Scheunenfunde jetzt auch endlich mal haben. Ach, das ist ja hier dieser Parkplatz, ne? Dieser kleine Flugplatz hier, ne? So, gut, alles klar. Es war wieder klasse. So, haben wir hier noch irgendwo eine Sprungschanze? Was könnte man hier machen? Hier könnten wir uns dann vielleicht irgendwann mal treffen. Warte mal, gibt es hier irgendwas? Könnte noch ein bisschen brutaler sich anhören, ne? Oh, warte mal. Hier ist doch noch irgendwo... Fortsetzung Tagesherausforderung abgeschlossen. Kommst du morgen wieder? Ich auf jeden Fall. Was für eine Tagesvoraussetzung? So, pass auf, wir müssen da rüberfliegen, um dieses Ding da zu kriegen. Probieren wir mal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, pass auf. Da ist die Sprungschanze. Was sagt er uns? Wie weit sind wir gesprungen? Nichts weiter, ne? Ich will eigentlich hier rüberspringen, aber wir waren schon, von der Weite war es schon ganz okay, aber... Ah, warte mal, da ist noch eine Scheune. Ist hier vielleicht unser Scheunenfund irgendwo?
Ah, guck mal an, wir haben die Scheune gefunden. Hast du ihn? Super, bleib dort, ich komme. Alter, was ist denn das für ein Auto? Was ist das denn? Sieht wie ein Raumschiff aus. Könnte ein TVR sein. Hm. Aber setzen wir ihn erstmal zusammen. Hilf mir mal. Der KA-Sammler ist auch da. EG Logistik. Oh, sehe ich gerade. Ah. Wir sehen uns dann im Fuhrpark. Alles klar. Die Mauer muss weg. Warte mal, wo ist denn hier die Straße? Hier ist die Straße. Wir müssen ja ein bisschen Straße noch frei fahren. Wer das hier wenigstens auf 100% schaffen. So wie beim Eurotruck Simulator. Ja, da fehlt noch irgendwie Power. Oh, das war... Das habe ich eigentlich ganz gut gemacht. Ja, das war zu krass. Da kommen ein paar Schildchen, die nehmen wir natürlich mit. Ich glaube, das nächste Halo soll ja auch für den PC rauskommen, ne? Kann das sein? Ich hoffe, da gibt es ordentlich Geld dafür, dass wir das machen. So, was ist denn los? Ach so, Mann, wir müssen in die Dünen. Mein Gott, bin ich ein Ei. UNSC Trainingsprotokoll 165FD wird initialisiert. Alles klar. Yeah. Ja, wir werden wahrscheinlich dieses Auto kriegen hier. Oh. Ist das der Master Chief? Ich habe noch nie Halo gespielt. Achso, da... Also ich finde es cool, wenn man andere Sachen noch in das Spiel mit integriert, ja, aus anderen Spielen. Wegen der fortschreitenden Bedrohung durch eine zunehmend fokussierte Allianz wird das gesamte UNSC-Personal im Fronteinsatz aufgefordert, am folgenden Training teilzunehmen. Okay. Nach Abschluss der Übungseinheit ist es erforderlich, die Ergebnisse dem Flottenkommando des UNSC zur Evaluierung zu übermitteln. Jawohl, Sir. Dann werden wir mal fürs Vaterland. Kilo Alpha an Cortana. Kannst du mich hören? Hab gehört, ihr braucht ein Taxi. Cortana an Kilo Alpha. Perfektes Timing. Wir sind hier fertig und bereit zum Loslegen. Cortana! Wow! Abholung abgebrochen. Tut mir leid, Cortana. Ich muss das Ungeziefer abschütteln. Bestätigt, Kilo Alpha. Ich scanne nach einer neuen LZ. Chief, geben Sie Gas. Bringen Sie uns hier raus. Yeah. Cortana, was ist das für ein Ort? Ich weiß nicht. Sieht mir nach einer Art Befestigung aus, aber sie wurde seit Jahrhunderten nicht genutzt. Ist das ein Spartan? Wir schaffen es also doch noch nach Hause. Okay, neue LZ gefunden. Die Zeit drängt. Dieser Ring wird in 3 Minuten atomisiert und wir wollen nicht hier sein, wenn das passiert. Marines, ich habe die Koordinaten ins Navi übertragen. Wir werden in 3 Minuten rausgeholt. Irgendwie ist es cool. Verstanden, Cortana. Hua! Hua! Schauen Sie sich diese uralten Behausungen an. Sie sehen fast bewohnt aus. Einfach geradeaus hier. Im Gelände haben wir bessere Chancen, den Banshees auszuweichen. Hua! Oh, was ist hier los? Wow, Banshees, Achtung! Eieieiei. Banshees im Anflug. Schüttelt sie ab. Zwischen den Bäumen da. Ich
Ich muss aufpassen, kann nicht zurückspulen, ne? Alarm! Banshees fliegen schnell und tief an! Was? Banshees, retten Sie uns tief! Ach, das sind Feindliche! Cortana an alle Luftunterstützungseinheiten. Ich schicke Ihnen die Koordinaten für eine LZ zur sofortigen Evakuierung. Wiederhole, alle Luftunterstützungseinheiten zur LZ. Ja! Cortana, ich habe grünes Licht von 5 Pelicans. Sind auf dem Weg zur LZ. Du und die Marines trefft besser bald dort ein. Cortana, ich kann euch dort entlang nicht folgen. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Die Formulierung ist eher beunruhigend. Diese Höhle ist nicht natürlichen Ursprungs. Echo! Das gefällt mir nicht. Kein Kontakt mehr. Kilo Alpha, hört mich jemand? Kilo Alpha? Wow! Klar und deutlich, Cortana. Oh. Schön, Sie wiederzusehen, Pilot. Ich möchte nicht ohne Sie bei der LZ ankommen. Ah, das sieht einfach nur cool aus, das Game. Hurra! Wie viel kommen hier noch? Cortana an alle Einheiten. Die LZ ist genau vor uns. Nur noch 30 Sekunden, bis die Superstruktur des Rings kollabiert. Alles klar. Hey, Kopf runter. Hier drin sind jetzt 2 von uns. Ja. 15 Sekunden, Chief. Ja. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wir schaffen es nicht. Pilot, das wäre ein sehr guter Zeitpunkt zum Verschwinden. Oh Mann! Trainingsmodul des Horizon Festivals abgeschlossen. Upload der Ergebnisse zum Flottenkommando des UNSC erfolgt. Alles klar. War's jetzt? Haben wir es jetzt geschafft, oder was? So, was ist denn bei euch los mit euren Lachflash? Was habt ihr denn schon wieder immer? Lachflash, Starflash und Flash Gordon. Ich kriege gar nichts mehr mit, wa? So, alles klarchen. Oh. Warte mal. Hier ist noch was, was ich einsammeln muss. Ach, ja, der Blödsinn. Das habe ich ja noch nie geschafft. Verdammt, wie komme ich da ran? Ja, wir probieren 2-3 Mal und dann geht's weiter. Wir wollen das Auto ja noch ein bisschen tunen, ne? Vielleicht sollte ich da ein bisschen schräg anfahren. So, jetzt stehe ich wieder auf der gleichen Position. Verdammte Axt, wie komme ich jetzt da oben hin? Hier ist doch nirgendwo irgendwie eine Sprungschanze. So, da vorne ist auch ein Fahrer. Nochmal probieren. Mist. Warte mal, ich wollte ja sowieso mal was gucken. Irgendwie konnte man hier Freunde einladen. Ah, 58 Spieler sind jetzt hier. Hier sehe ich es. Aha. Okay. Wen haben wir denn hier eigentlich alles? Ist ja noch einer aus meiner Crew hier dabei? 70 Leute können ja da mitmachen. Und la 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 la. Gucken wir mal. Ne, keiner von unserer Crew hier.
Wie viel haben wir überhaupt noch? 4 Autosachen. Wir haben 21 Mitglieder. 4 sind gerade online. Könnt ihr dadurch irgendwie hierher kommen? Geht das? Ach, ich drücke mal den falschen Knopf. Mache erstmal hier unseren Spinnrad hier. Der arme Lambo. Ja, der muss einiges durchhalten, aber naja. Ach, die lacht so laut? Wieso? Ist die bei euch im Chat oder was? Oder wo? Fokus. Ich weiß ja nicht, was ihr schon wieder macht da. Ein Astra. Naja. Ein Opel brauchen wir. So. Okay. Dann schauen wir mal. Warte mal. Wir könnten... Hier ist noch ein Event. Lass uns das noch machen. Ja, ob wir die ganzen Schildchen hier holen oder Unscheiß, ne? Wir fahren aber wenigstens da schnell hin. Hier muss auch noch irgendwo eins sein. Erstmal die ganzen Hecken umrasen hier. So, was ist denn eigentlich... Das ist das Aktivitätsfenster. Hier findest du Veranstaltungen und Aktivitäten und kannst ihnen und anderen Fahrern beitreten. Also ich weiß nicht, wie das funktioniert, um da reinzukommen. So, Online-Veranstaltungen, gut, alles klar. Aber ich habe ja gesagt, ich fahre jetzt da lang. Warte mal, dieses Häuschen. Ich will mal gucken, wie teuer dieses Häuschen ist hier. Wenn es nur 200.000 kostet, Oder ist es schon mein Haus? Schöner kleiner Rückzugsort am Meer. Ach, du hättest direkten Zugang zum Strand. Aber sei vorsichtig, wenn du schwimmen gehst, okay? Ach. Du wärst nicht der erste Fahrer, den ich aus dem Meer fischen müsste. Oh. Oder einem See. Oder einmal aus einem öffentlichen Springbrunnen. So. Freunde, jetzt seid ihr mal gefragt, kaufen oder nicht kaufen? Ja, es kostet natürlich jetzt 500.000. Wir sind schon da, Belohnung, und dann gibt es zweimal so ein Wheelspin. Vielleicht, tja, haben wir das Glück. Ist jetzt ein bisschen schwierig. Level 45 habe ich. Ein Holden gibt es, Chevrolet. Audi R6 Avant Power. Ja, das kommt alles noch, ja. Es wird auf jeden Fall, weil jetzt im Winter ist, vielleicht mal so eher so... Mal ein paar Japaner. Ja. Kaufen, sagt der Micha. Nö, kaufen. Okay. Jetzt will man kaufen, eben mal nö. Franzi macht einfach nur ein Grinsegesicht. Dreimal grinsen bedeutet, Papa sagt auch und kaufen und dann heißt es kaufen. Gut, alles klar. Drei ich kümmere Leute. Mich um den Papierkram. Bleib einfach an Land, bis ich wieder da bin. So. Alles klar. Dünn. Hier, unsere Schafe. Meine Hupe, ja? Okay. Oh, sieht das schön aus. Hier mit dem... Mit dem ganzen Zeug hier, ne? Thank you.
Für alle, die es mal aus der Perspektive sehen wollen. Boah, durch die ganze Spiegelung, das irritiert so. Oh, die Sonne scheint. Da siehst du ja gar nichts, wenn die Sonne so dermaßen blendet. Wir müssen ihn auf jeden Fall ein bisschen auftunen. Das ist ja... Da muss mehr kommen. Oh. Ist noch zu zahm, der Wagen. Wir sind ja gleich da. Man merkt ja, innerorts haben sie die Straße gebaut. So, habe ich ja wieder alles gekonnt, Junge. Habe ich ja wieder alles gekonnt. So, dann lass uns das nächste Event machen. Mal sehen, was für ein Auto wir jetzt bekommen. Oh, 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 oh. Der sieht ja böse aus, der Aston Martin. Oh. Was ist das jetzt? Wow. Hallo, Chris. Du hast eine Menge Fans, die das Rennen gegen den Jet verfolgen wollen. Na los, zeig, was du kannst. Also. Ich fahre gegen einen Jet. Und jetzt haben wir auch mal keinen Sommer, keinen Winter. Oh, jo. Was für ein Gerät da oben. Der fährt sich ganz gut, Junge. Oh, Mann. Erschreckt mich nicht so, Auto. Flugzeug. Da hab ich mir total vertan hier. Heiliges Kanonenrohr. Soll nicht, dieses andere Spiel kommen hier? Dieses... Flugzeugspiel, dieses Arcade-Flugzeugspiel, wie hieß der? Das kam doch sonst immer auf Konsolen. Ace Combat oder so? 7? Oh, was macht der da oben? Ich will den Flugzeug zugucken. Ah. Junge, ist der wahnsinnig oder was? Wann soll denn das kommen? Kommt jetzt dieses Jahr noch? Flugzeug irritiert mich so dermaßen. Guck mal, das Wasser. Da holen sie aber ganz tief aus der Trickkiste, ne? Oh. Da hinten fliegt er. Oh, über 70% haben wir schon. Oh. Ja, klar. Ja, klar. Ich hab dir jetzt ein dem Flugzeug zugeguckt, wie das da lang fliegt.
Junge, 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 da fliegt denn ja das Blech weg. Zu doll auf die Eisen gegangen. Platz 1! Das war unglaublich! Du konntest Schritt halten und sogar einen solchen Sieg davontragen. Jo, Ego, werden wir gleich nochmal ein bisschen machen. Oh, Junge, 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 das ist ja ein richtiges pornomäßiges Auto, ey. Oh, das ist ja schön. Wir haben ja jetzt schon Level 46. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie viel Geld ich bekommen habe. Ich glaube 20.000 Credits, ne? 20.000 müsste es sein. Ich sehe es gerade im Livestream. Bessere Quote als die Tagesschau. Wer, ich oder was? Der neueste Scheunenfund ist ein TVR Speed 12. Komm zum Fuhrpark, das musst du sehen. Ja, ja, machen wir gleich. Pass auf, wir sind sowieso hier. Jetzt gehen wir da mal rein. Ach Mensch, da will ich doch gar nicht hin. Hier ist es doch. Schauen wir uns mal gleich den... Mensch, den Scheunenfund an. Und wir gucken mal, wie weit wir das Auto aufrüsten können. Ah, so, Fuhrpark, unser Scheunenfund. Hier. Den hatten wir jetzt gefunden. Jetzt siehst du diesen Motor? 7,7 Liter, 12 Zylinder, vielleicht 1000 PS. Ich fühle mich, als hätte ich einen alten Nuklearsprengkopf gefunden. Nimm ihn. Aber sei vorsichtig damit, okay? Okay. Muss ich ehrlich sagen, wäre jetzt kein Auto, was mich jetzt anmachen würde. Ja, weil guckt euch an, die Felgen, lasst der Motor super sein, aber hier dieser Abstand, ja, Räder und Karosserie, das sieht aus, als wenn man das gerade so abgeschnitten hätte, ja, denn hier vorne diese auf Oldschool gemachte Front, ich finde den Wagen eigentlich ganz schön hässlich. Hier, den Stutzen hier, ja, nee, die hintere Front, oh nee, also... Aber Geschmäcker sind halt unterschiedlich, ne? Ja, dann muss ich sagen, gefällt mir der Ford Turbo hier, dieser Escort, viel mehr. Oder hier der alte Audi. Ja, hier der Jaguar Typ S oder Typ E, gefällt mir auch nicht so. Aber wie gesagt, Geschmäcker sind unterschiedlich. Dann gehen wir mal weg. Und wir... Ach meine, ich will doch nicht dahin. Meine Autos, wir gehen mal in den Tuning-Bereich. Und wir schauen mal beim individuellen Tuning, was wir da alles machen können. Wir könnten... Nee, wir lassen Allrad. Allrad ist auf jeden Fall für mich wesentlich interessanter. Wir könnten natürlich jetzt komplett auf Heckschleuder machen, aber ich denke mal, nee. Hier einen besseren Motor, Leistung. Hier diesen Twin Turbo, den machen wir mal rein. Haben wir einen Warenkorb. Ich hoffe, ich habe überhaupt noch so viel Geld. Anbauteile. Ja gut, könnte man machen, ne? Könnte man machen jetzt. Und hier hinten, das ist der ist, ja Gott, der Original ist hässlich. Der sieht schon besser aus. Und ohne? Nee. Wir machen den hier rein. Seitenschweller. Ach nee, das ist hier Lichter. Naja, also sowas brauchen wir nicht drauf machen. Das wäre für mich zu übertrieben. So, optisch. Ist schade, dass man bei der Optik nicht so viel machen kann, ne? Bei den Reifen... Können wir ordentliche Slicks drauf machen? Ich mach mal mit Beschriftung. Breiter. Breiter.
Ich würde jetzt fast die Lambo-Felgen lassen. Die sehen eigentlich geil aus zu dem Wagen. Ich lasse den mal. Das rein. Sportgetriebe, Renngetriebe. Na, wir machen Renngetriebe. Ja, da machen wir auch natürlich Renn... Antriebswelle, Sportdifferenzial, Renndifferenzial. Was ist denn da jetzt der Unterschied eigentlich bei Sport? Ist das nur der Name oder? Differenzial. Okay. Warte mal, kann ich den Wagen nicht noch ein bisschen tiefer legen? Hier. Kann ich am Fahrwerk gar nichts machen? Doch hier, ne? Ah. Ja, Offroad. Feder weg und Dämpfer für Drift. Wieso gibt's denn hier nicht nur... Ich würde ihn ja gerne tiefer haben, aber warum gibt's hier nur Drift? Das ist doof. Ich muss ihn jetzt so lassen hier. Ich hätte ihn gerne noch ein bisschen tiefer gelegt, meine Freunde. Genau, nicht vergessen, 20.15 Uhr geht's weiter live mit Franzi. Mann, da kriege ich ja gleich einen Hustenanfall. So, wir machen mal ein bisschen mehr Stabis rein. Nee, machen wir nicht. Dann machen wir ein bisschen Leichtbau. Vielleicht müssen wir nachher noch ein bisschen was umändern. So, das. Wir kommen jetzt gleich bei den Supersportlern. Und ich habe die Befürchtung, dass ich dann gar kein Geld mehr habe. Wir probieren es einfach mal. Rennlüfter. Okay. Ach so. Das geht doch. Na, geht doch. Eigentlich vom Preis. So. Oh. X. 9999, also wir haben alles gegeben. Jetzt könnte man natürlich hier auch noch ein paar so eine Werte hier machen, aber ich habe da gar keine Ahnung, was hier eventuell gut ist. Deswegen lasse ich das. Ich werde aber trotzdem meinen Charakter haben. Nee, da will ich nicht rein. Spieler, den du folgst. Automatisch Upgrades. Mhm. Ich will nochmal gucken, ob wir hier irgendein schönes Design zu dem Auto finden. Weiß mit Gold oder so. Irgendwas so eine Art. Schauen wir mal. Oh, was hat denn da abgefahren? Oh, hier. Hier könnten wir jetzt ein Polizeiauto machen. Hier können wir so ein Tron... Nee. Warum wollen die hier immer so ein... Das sieht ja gar nicht mal so doof aus. Warte mal, können wir uns den mal angucken? Dann weiß ich, das Auto übernommen. Schauen wir mal an, wie das aussieht. Ey, warte mal, mein Auto angucken. Auto ansehen. Schauen wir mal an. Ich trinke zwar kein Monster Energy, aber sieht ordentlich fett aus, oder? Finde ich mit dem Gold hier, finde ich das schon echt nicht schlecht. Also wer sich da berufen fühlt,
mal ein paar Lackierungen zu machen, zum Beispiel für einen Golf 1 oder für einen Golf 2, ja, der kann sich da mal ransetzen. Sieht cool aus. So, lass uns den Wagen mal nehmen. Ey, der ist ja richtig. Hei, 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 hei. Boah. Oh, falsch. Aha. Oh, hier ist ja noch ein Schildchen, den werden wir gleich mal mitnehmen. Ey, der ist ja richtig böse, der Wagen jetzt. Eieieiei. Halliges Kanonenrohr. So, wir haben schon 300 Kilometer hier. Ich denke mal, oder? Oder 300 irgendeine Einheit abgefahren von 500. Ey, der Wagen ist ja richtig böse. Das ist mein erstes richtiges Supercar. So, da kommt einer. Okay. Wir schauen mal, was haben wir? Was ist denn das hier eigentlich? Aha, Beschleunigungsrennen, da habe ich ja noch nichts. Das ist eine Story? Okay. Ich würde sagen, lass uns mal das hier oben machen. Wir fahren mal dahin. Und hier können wir jetzt noch ein bisschen angeben und fetzen gegenüber den anderen. Jungs, guck mal meine Karre an hier. Jetzt fahren wir mal wie die Prolzer vorbei. 300 Straßen entdeckt. Oder so, ja. Dann habe ich denn eine richtig schöne Hupe. Hier. Hier los, warum warten die alle hier? Der ist im Pausenmodus. Ah. So. Muss ich da irgendwas machen jetzt oder was? Der fährt der Hetze schon los. Oh, komm, 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 komm. Einer. Ah. Oh. Der hat bestimmt selber geschalten, ne? Hallo, gut gemacht. Gut, alles klar. Wir haben es mitgemacht. Haken ran. Also, wenn du selber schaltest, bist du natürlich besser, ja. Wo fahre ich denn jetzt lang hier? Aber ich bin froh, wenn ich hier gerade auskomme. Aber die ersten Meter hat man gesehen, da war mein Auto doch. Ja, jetzt fahre ich hier mitten im Schnee durch, ey. Ich bin doch ein Ei. Da hat man das gemerkt, ne? Also da war der. Oh.
doch ganz schön zackig, aber wenn du denn selber irgendwie rummerst mit Schalten, hast du schon einen Vorteil. So, dann lass uns mal da oben hinfahren. Hey, du kannst das Auto nicht mehr halten, ey. Hätte wahrscheinlich Winterreifen aufziehen müssen. Ein Offroad-Monster soll ich mir kaufen? Naja. Ich will erstmal. Wir können ja unsere G-Klasse raushalten. Wir machen erstmal diese Mission. Außerdem, ich denke mal, es ist ja gleich 18 Uhr. Wir haben ja schon wieder ordentlich lange gestreamt. Ey, die Zeit vergeht so schnell. Die vergeht wahnsinnig schnell. Mein Gott. Ja, lass uns dieses Ding hier machen. Dieses mit dem Motorrad. Ah, toll. Hier voll in den Modder reingesprungen, ey. So, die nächste Veranstaltung. Und dann werden wir erstmal Feierabend machen. Dann werde ich mal ein bisschen was vorbereiten für unser nächstes Projekt. Ah ja, ja, jetzt kommen die Biker. Ja, das kriegen wir doch auch hin. Habe ich damals auch, wo ich noch jung war, ne? Na, wie läuft's auf der Dirt-Strecke? Ziemlich gut, oder? Ich habe dich fahren sehen. Aber bist du besser als, sagen wir, ein Dirtbike? Okay, auch besser als vier Dirtbikes? Was? Geht nicht der Multiplayer oder was? Ich gucke da mal. Wenn nichts ist, dann kommt heute halt nichts. Aber was ist denn hier mit diesem Truck-Spiel? Okay, Leute, das wird ein Kinderspiel. Verpasst nur nicht die Kontrollpunkte. Los geht's. Sollte da noch irgendwie ein anderes Truck-Spiel für. Könnte sein, dass es um 18 Uhr kommt. Dieses neue da. Oh, nicht so durch die... durchs Wasser. Hast du gerade Geld verloren? Okay, ich habe kein Geld verloren. Also ich würde ja sagen, im Winter passt doch hier so ein Rallye-Auto viel besser, ne? Also jetzt haben wir nicht Winter, aber die Jahreszeit. Wir kommen jetzt zum Steinbruch. Wuhu! Oh, das bremst so ordentlich ab, ey. Ah, so ein Polo-Rallycross-Auto gibt's glaube ich nicht, ne? Hey Blau, ab durch den Tunnel. Ich fahre bestimmt nicht durch den Tunnel. Erstmal ein Tor umgefahren, ja, ja. Eieieiei. Rot ist rauf. Was ist raus? Dann bin wohl nur noch ich übrig. Ist im Ziel. Bin nur Zweiter geworden. Was ist denn da Keine los? Keine Sorge. Wenn ich denen sage, sie sollen die Strecke nochmal fahren, sind sie aus dem Häuschen. Nein, will ich nicht. Im ETS gibt es neue Events? Oh, weiß ich nicht. Da hat Jack wieder was im Stoßen. Ja, er hat auch zwei gesunde Hände. Ach, wegen dem Event von World of Trucks? Naja, dann gibt es heute eben kein Euro-Truck-Simulator oder was?
Ne? Also, wie lange wird denn das dauern? Den ganzen Tag oder wie lange wird das gehen? Mit dem Gedöns. Siehst du, das ist gut. Sonst hätte ich heute. Ja, dann kommt mal eben kein Euro-Truck-Simulator-Video. Ist auch nicht schlimm, ne? So, ja, aber trotzdem würde ich ja fast sagen, dass wir hier Ende machen. Hier oben die ganzen Zusatzevents haben wir ja gemacht. Hier sind noch so ein Jahreszeiten-Event. Saison. Warte mal. So, Saisonveranstaltungen. Wir haben hier noch einige Saisonveranstaltungen. Wenn wir die absolviert haben, dann ist Feierabend oder was? Was habe ich davon, wenn ich das mache? Na, lass uns mal da hinfahren, kurz. Na, das ist ja dann... Ist es das, was hier abgefahren in Discord gepostet hat, das mit dem Event? Oder ich sehe irgendwas mit Regeln. Oder ich muss dann nachher nochmal in... Müssen mir mal die Leute mal erzählen, was da los ist. Wieder geblitzt, die Hunde. Dann lass uns mal hier dieses Ding machen. Da draußen ist es zwar eiskalt, aber ich bin mir sicher, du wirst bei diesem Saisonrennen deinen Spaß haben. Zieh dich nur warm an. Also, wir haben den Audi, der ist noch nichts gemacht. Wir haben Moses, BMW, und dann würde ich sagen, komm, lass uns Moses BMW nehmen. Der hat ja das letzte Mal diesen Wagen hier zusammengebastelt, wo er bei mir war. Das war letzte Woche. Ja, stimmt, letzte Woche war das. Aha, aha. Und dann schauen wir mal. Muss ich eigentlich Erster werden, oder? Oh. Mann, jetzt bremst der Klopskopf mich hier aus. Ganz in Weiß hier. Ah, das ist eher so meine Klasse hier. Die sind nicht ganz so böse, die Fahrzeuge. Drei Runden. Naja, mal gucken. Ah, wir kommen wieder ein bisschen ran. Ich habe immer die Vermutung, wenn man hier ein bisschen vorsichtig fährt, ohne irgendwo ran zu ecken, hat die KI auch so ein bisschen Mitleid mit einem, ne? Maximus am Steuer, das wird teuer. Quatsch. Oh. Ah, Glück gehabt. So, jetzt müssen wir den da vorne noch kaschen. Baby, komm.
Das hat Zeit gekostet. Los, komm! Hinterher! Vor allem schön weiß im Schnee, ne? Tarn und täuschen nennt man das. So, hier komme ich immer ein bisschen näher ran an dieser Position hier. Ist das ein Porsche da vor mir? Ja, ich komm ran. Komm, Baby. Komm, los jetzt. Den müssen wir noch kriegen hier. Das war hier ein Panamera oder wie der ist, ne? Oh, jetzt ist er weg. Jetzt habe ich es versaut. Verdammt! Ah, der kommt jetzt so gut weg, der Wagen. Machen wir jetzt später anbremsen. Den aufhalten, okay. Vor ihm fahren. Ich bin gemein, ich weiß, ich bin richtig gemein, aber naja, manchmal ist es so, ne? Genau. So, 800er. Und dann haben wir ihn besiegt, yeah. 20 Punkte. Ich liebe es. Ja, da tanzt da ein ab. Jo. So, Event läuft. Okay. Meine Güte, da haben wir heute einige Levels gemacht, ne? Ist ja fantastisch. Wow. Wir haben ein Ford aus dem Jahr 32 und 5000 Euro gekriegt noch zusätzlich. Wahnsinn. So, wir haben dieses Rennen jetzt absolviert. Wenn ich jetzt noch mal Oh. Komm, wir machen noch das Live-Event hier. Okay, Chris. Ich habe deine Route zur VZ-Ton Live-Veranstaltung aktualisiert. Ja, lass uns da nochmal schnell hineiern. Und, machen wir es doch mal ganz einfach. Fahren wir querfeld ein. Hier kommt jetzt ein Wald, das ist ein bisschen ungünstig hier. Oh. So, im Wald stehen Bäume. Ich will ja nur gucken, ob hier irgendwas Besonderes ist, ne? Also, vielleicht werde ich ja hier irgendwas finden. Also, dann sieht es erstmal heute so aus, dass es keinen Euro-Truck-Simulator gibt, ne?
Läuft doch wie ein Länderspiel hier. Man kann auch mal eine Abkürzung nehmen. Nur noch 2 Kilometer, dann sind wir da. Dann sind wir mal gespannt, was es da so Schönes gibt. BMW hält schon ein bisschen was aus. Ne? Warte mal, da war was gewesen. Die können ja auch ruhig warten auf mich. Juhu! So. Runde 1 ist gestartet. Wir müssen woanders hin. Oh, die anderen machen das wahrscheinlich schon, ne? Weiß gar nicht, was ich machen soll. So. Es gibt dieses Gerücht über einen Film, der hier irgendwo Blitzerzone gedreht wurde. Anscheinend haben sie das Stuntauto einfach stehen gelassen, als sie fertig waren. Sollen wir es suchen? Na, ich suche jetzt gar kein Auto. Hey, Lars, danke für dein Abo. Warte mal, ich muss erstmal hier dieses Ding hier rausmachen, ey. Der zeigt mir die ganze Zeit hier irgendwie an, wie weit ich noch fahren muss. So, ich komme wahrscheinlich zu spät zu diesem Event. Einfach sinnlos hier durch den Wald gefahren. Läuft er. Alter. Boah, legt er sich auf die Seite. So, neues. Machen wir lieber hier lang. Pass auf, ich komme an und dann ist dieses Event fertig. Aber wir sind ja Runde 1 noch. Ich höre da was. Sag mal, bin ich hier ganz alleine oder was? So. Oh, nicht so weit raus, dann wird es nicht gezählt. Ah, gescheitert, na toll. Verdammte Axt, ey. Sind die anderen eigentlich abgeblieben? Ich bin der Erste gewesen, der jetzt hier angekommen ist. Na ja, gut. Oh. Dann auf ein neues. Attacke über Amerika. Los geht's. So, geht doch. Nochmal. So, blitzt er hier hoch? Ja, gut. Oh.
Gescheitert. Mein Gott, nee, ey, hab dich nicht so affig. Schaffen wir es ja nie. So viel Anlauf brauchst du da auch nicht nehmen. Ah, ein bisschen zu doll nach unten. Ihr bremst hier mit der Handbremse. Könnten durchaus ein bisschen mehr Teilnehmer sein, dann sind wir nämlich schneller fertig. Oder ich sollte nicht so viel hier rauskommen. Na, bergauf dauert es natürlich ein bisschen länger, ne? Noch 10 Minuten verbleiben. Ja, ja, gut. Könnten wir hinkriegen. Siehste, 1,4 Millionen haben wir schon. Komm, schneller. Das war auf jeden Fall deutlich schneller wie beim letzten Mal. Da fährt ein Ronny rum. Ey, Benjamin, danke für dein Abo. Ich hatte doch einen Ronny auch bei mir in der Gangbang, oder? So, jetzt reißt euch mal ein bisschen hier am Riemen. Und macht mal ein bisschen was hier. Los, Baby, komm, 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 komm. Sind wir jetzt nur noch zu dritt? Die das hier jetzt absolvieren. Ja, wir sind noch zu dritt, die das hier machen. Dauert es natürlich noch länger, ne? Ja, so eine Kiki-Kaki Quatschdinger hier, ja, aber. Yo, Pascal! Danke für dein Abo, mein Freund. Ja, 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 wir haben es gleich geschafft. Also ich sehe da hinten ihn. Ich wüsste ja, ob der bei CML dazugehört. So. Ja, das läuft ja immer besser. Wir haben noch 7 Minuten Zeit. Runde 1 beendet! Oh, ich hab's. Gleich gibt's Runde 2! Ich hab's beendet! So. Driftzone. Ja, gut, okay. Mit dem BMW könnten wir da auf jeden Fall. Ordentlich ein bisschen driften hier, ne? Ja. Ah, doll ist noch nie gewesen, ne? Ah, gescheitert, wa? Na gut, noch nicht. Ah ja, 4000 Punkte immer. So, gut. Der hat auf jeden Fall ein bisschen mehr. Naja, 7000 Punkte.
Ah ja. Das kann dauern hier. Vor allem der mit seinem Gelände-Jeep, das wird ja nicht viel, ne? Da kann er ja driften, wie er will. Oh. Ach du Scheiße. Ja, das wird ja ein Hardcore-Arbeit hier. Man muss auf jeden Fall auf der Straße bleiben, sonst macht er hier gar nichts. Ah, wollte er jetzt Honig nehmen? Toll. Oh Mann! Ich glaube, die Veranstaltung schaffen wir nicht. Wir haben noch 4 Minuten. Da fehlt da irgendwie die Power, um den Wagen hier so ein bisschen hoch zu bekommen. Ich weiß noch nicht, ob ich Allrad oder so drin habe bei dem Wagen. Ja. Irgendwas hat Moses immer umgestellt. Ich glaube, rein Heck getrieben ist der gar nicht. Oh, Mann, was mache ich denn jetzt von der Macht ja gar keine Punkte, wenn ich hier so gucke. Naja. Noch ein bisschen. Über 3 Minuten noch. Hey, warum hat denn der jetzt. Jetzt wollte er gar nicht. Jetzt wollte er nicht driften. So, was ist denn da los? Warum zählt der nicht? Irgendwie hat er jetzt nicht gezählt. Keine Ahnung warum. Ja, aber ist ja gleich vorbei. Zwölf Punkte. 50 Punkte. Was ist denn jetzt los mit dem? Ah, 12.000 Punkte. Der ja, sonst sind wir mal zu 5 oder 6 Leute da lang gewandert, weißt du? Das ist schon ein bisschen was anderes. Aber so hier. Ah ja, gut, alles klar. Tausend haben wir. Wir haben noch knapp 2 Minuten. Aber das Gute ist, wir probieren es wenigstens, ne? Wie weit wir kommen. Aber das wird nicht ausreichen.
Ah, nee. Au! So, die letzten 40 Sekunden kommen. Verbleibende Zeit läuft langsam runter. Oh, warte mal, bin ich blind? Oder warum bin ich so komisch? So, den kleinen Weg fahre ich jetzt noch ab. Und dann würde ich sagen, dass wir jetzt gleich Feierabend machen. Also, anscheinend funktioniert der Multiplayer nicht. Singleplayer habe ich jetzt auch nicht so richtig die Muße, da irgendwas zu machen. Muss ich irgendwie sagen. Und dann würde ich meinen, wir ja, machen hier einfach mal Feierabend. Und ob das heute noch einen Livestream gibt, müssen wir mal schauen. Ich brauche aber erstmal ein paar Minuten Pause. Wir haben jetzt wirklich 101 Minute. Das war ja auch schon immer so angezeigt. In Minuten, 101 Minute habe ich jetzt live gestreamt. Ja, gut. Alles klar. Falls irgendwas kommt, ne, ihr wisst ja, wo ihr die Informationen kriegt. Entweder auf YouTube oder in der Steam-Gruppe oder hier auf Discord oder Facebook oder Twitter. Da kann man mir überall folgen. Oder ihr habt halt die Glocke aktiviert. Ne? Ich trinke erstmal auf euch. Guck mal, der Winter. Ach, das ist, mal sehen, ob wir dieses Jahr überhaupt richtig im Winter kriegen. Schauen wir mal. Aber. Jetzt ist erstmal Feierabend. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Vielleicht bis später. Haut rein. Macht's gut. Bye, bye.